Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Life is Strange. Im letzten Teil waren wir auf dem Campus unterwegs und haben dort im Vorhof zu den Klassenräumen sehr viele Leute kennengelernt. Und wir haben festgestellt, dass die Leute eins gemeinsam haben. Sie alle sind komplett auf diese ominöse Rachel fixiert, die hier vermisst wird. Und jetzt sind wir endlich hier bei den Unterkünften. Da, das sind wahrscheinlich die Unterkünfte. Und da gehen wir gleich mal rein und suchen endlich mal den USB-Stick, den wir Warren zurückgeben sollen. Aber was ist das hier eigentlich? The Prescott Dormitory? Good Lord, Nathan's family owns my dorm? Ah, okay. This just keeps getting better and better. Der Freak mit der Knarre, dessen Familie gehört irgendwie die halbe Schule offensichtlich. Hey, Logan Robertson. All-American asshole. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Hat er mich als Mädchen gerade Bro genannt? Okay. Oh. Sieht aus wie Adele. I feel like Alyssa and I should be better friends. Aha. Ist eine nette Aussage. Oh. Hi, kann sie mal eben so bestimmen. Und sie scheint auch sehr. How are you doing? Fantastic. I'm by myself, we're eating chiclets. Fantastic. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading chiclet. Good point. Now if you'll excuse me. Yeah. She's rolling in the deep. was haben wir hier so? Ein Baum? Don't take it out on the tree, loser. Okay. Schon wieder Rachel. Das ist, was für ein Eindruck hat die auf all diese Menschen hier hinterlassen? Mein Gott, ey, die muss ja eine ziemlich... Glad to see our campus is eco-friendly. Die muss ja eine ziemlich krasse Person gewesen sein. Und da ist der Hausmeister. Good old Samuel. Some people are creeped out by him. He's not creepy, just X-Files weird. Sehr nett, eine Akte X-Referenz. Er ist Spooky Samuel. Howdy, Samuel. Spooky Samuel. Well, hello there. Wow. What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. Okay. You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. What the? Oh, dude. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Sweet. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. Alter. What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward, like a clock. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Alter, der erinnert mich an Butterfingers. I have a rusty spoon. I like to touch them. There's Kate, looking sadder than usual. Hi, Kate. Hey, Max. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Wer nicht will, der hat schon, ne? Würde ich sagen. Dann können wir jetzt mal versuchen, hier rein... Oh, Gott. Oh, dude! Ja, da haben wir ja... Oh, shit. There's Victoria and her mean girls. Da haben wir ja schon direkt meine Lieblingscharakter hier. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Kann jemand bitte einer schlagen? Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose.
So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Alter, kann dir mal bitte jemand schlagen oder ihr ganz doll wehtun? Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Ich habe gerade ein Déjà-vu gehabt. Okay, also müssen wir jetzt irgendwie hier diesen Sprenkleranlagen-Wasserhahn finden. Und da vorne war ja eine Tür. Wo der Hausmeister... Ja, genau, hab ich mir doch gedacht. Hier finden wir sicherlich einen... Ach, na natürlich, da ist er doch schon. What the hell? Are you kidding? Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Oh nein, sie kann nicht mehr auf den Stufen chillen. Blöde Kuh. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Sieht irgendwie nicht so aus. Eimer. Okay. Do you understand English? Get lost. She looks like a pissed off wet cat and she's still stylish. Okay, wahrscheinlich muss ich irgendwas mit diesem Eimer hier machen. Sonst hätte mir die Zwischensequenz nicht gezeigt, wie dieser Eimer da hochgehangen wird. Vielleicht kann ich ja irgendwie die beiden Typen dazu bringen, dass sie den Football dagegen werfen. Hä? Damn, I missed something. I better rewind. Okay, war ich wahrscheinlich nicht schnell genug. Wahrscheinlich muss der den Ball irgendwie dagegen werfen. Aber wie kriege ich das hin? Okay, den kann ich noch gar nicht mal ansprechen oder so. Ha. Hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn sie anfangen würden, mir den Football zuzuwerfen. Ups. Den kann ich auch nicht mehr ansprechen. Okay. Hm. Hier hochgehen oder mit ihm sprechen kann ich anscheinend auch nicht. Oh, Eichhörnchen. Hallo, Eichhörnchen. Zutraulich ist Eichhörnchen, das läuft gar nicht weg. Was? Oh, schon wieder, was? There's only one way around this. Ich drehe jetzt einfach mal noch weiter zurück. Vielleicht fällt mir dann ja was auf. Vielleicht hier drinnen noch? Irgendwas muss es hier doch geben. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Also awesome ist es gar nicht. Ich würde nämlich gerne weiterspielen. Hm. None shall pass. Capisce? You shall not pass! Ja, ich hab's verstanden, blöde Kuh. Hat er den Ball gerade in die Eier gekriegt? Yeah! Whoops. Ich verdrück mich hier immer. Da ist so eine Art Indianer-Dingsens-Bums-Totem. Aber da komme ich anscheinend nicht hin, denn hier ist eine unsichtbare Wand. Hm. Ja, das ist jetzt merkwürdig. Ich spule jetzt einfach nochmal weiter zurück. Ja, schon wieder verpasst. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den vielleicht schon manipulieren muss, noch bevor er den hochpackt. Weil andere Optionen habe ich ja jetzt gerade irgendwie nicht mehr. Noch weiter zurück, Samuel. So, und jetzt gehen wir mal schnell zu dem Eimer. Gucken, ob wir da was machen können. Ja, tatsächlich. Wir können ihn sabotieren. Ach, sind wir böse.
Okay, let's see if this works. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müsste er den ja eigentlich mit nach oben nehmen und dann müsste ja eigentlich irgendwie was passieren. Sweet. No. Die Spannung steigt. Was mir gerade einfällt. Vermutlich muss ich hier den Hahn nochmal anmachen. Der ist ja jetzt wieder aus. What the hell? Are you kidding? Ja, das überspringen wir. Genau, jetzt hat er nämlich den sabotierten Eimer dabei. Ha, ha. Okay, Victoria? Würde Nelson sagen. Sorry. Wet paint is not good for hair. Nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. Yeah. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max. Oh yeah, bitches. Don't mess with Max, bitches. Blöde Kuh hat bekommen, was sie verdient hat. Jetzt können wir hoffentlich reingehen. Sprechen wir mal mit ihr. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Hey, Victoria. What do you want, Max? Ah, okay. Jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich nett zu ihr bin oder sie verarsche. Eigentlich hat sie es ja verdient. Aber wir sind ja nett. Der Klügere gibt nach. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find should have Warren. Played her. Mm. No. Spiel mich wie eine Bongo. Ach, Mensch. So, jetzt sind wir endlich hier drin. Wie es aussieht. Hier wohne ich also. Hurry, Courtney. Huh? Victoria is going to be pissed we took so long. Warte mal. Ah, okay. Jetzt haben sie ihr die scheiß Handtücher geholt. Was ist das denn? Room 217. No way in hell am I ever going in here. Okay. Da ist ein Lageplan. Schauen wir doch mal, wo wir wohnen. Na, geh doch hin. So. Welcome to Black Hill. Black Hill. Und 219 ist dann, denke ich mal, unser Zimmer. Das heißt, das rechte... Das dritte auf der rechten Seite. Ja. Da werden wir dann gleich hingehen. Beziehungsweise im nächsten Teil. Denn ich denke, hier ist wieder eine gute Stelle für so einen Cut. Und ja, wir haben es der blöden Kuh endlich mal so ein bisschen heimgezahlt. Auch wenn wir dann ein gutes Herz bewiesen haben. Wobei man davon ja eigentlich nicht sprechen kann. Eigentlich ist das komplett abgefuckt, weil wir haben ihre Jacke da versaut und tun dann so, als wären wir voll nett. Ach, wir sind so böse. Gut, wenn ihr sehen wollt, wie es mit der bitterbösen Max weitergeht, dann schaut auch beim nächsten Let's Play wieder rein. Danke fürs Zusehen und bis dahin sage ich Tschö mit Öl.